Wunderschön ist es. Herzliches Willkommen und ein Hoch auf die heutige Show hier. Ja, heute geht es um das Thema Under the Dome oder auch die KI, die Truman Show. Wir möchten einmal betrachten, dass ja einige Menschen sagen, wir würden unter einer Art Dom leben. Das ist in gewisser Art und Weise auch richtig, je nachdem, wie wir das betrachten. Es ist so eine Art Gefängnis, aus dem wir nicht heraus könnten, wenn wir es nicht wüssten, wenn nicht wüssten, wie wir entfliehen könnten, unter dem wir liegen, sozusagen eine Art Kuppel, aus der wir nicht rauskommen, eine Art technisch installierte Platte, die sich immer wieder über unser Bewusstsein schiebt und verhindert, dass wir in gewisse andere Sphären aufsteigen. So, betrachten wir einfach mal den Film The Truman Show. Und da sehen wir ja dieser Truman, der ja auch unter dieser Kuppel in diesem Studio eigentlich ist. Das sehen wir jetzt einfach mal, wie die KI und alles, was drumherum läuft, läuft über die Verstandesebene durch die KI gesteuert letztendlich. So. Wer mit dem Verstand arbeitet, ist leicht beeinflussbar, funktioniert meistens nur, ist durch Angst dann sogar noch so schockiert und so lenkbar, dass er auch nur noch funktionieren wird, ist nicht kreativ, hat keinen Zugang zu seiner Intuition, hat sich von seiner Seele und dem wahrlich beseelten Menschen sowieso getrennt, war er vielleicht auch nie, kommt ganz darauf an. Jedenfalls ist die Intuition das eigentlich Wirkliche, was man dann greifen sieht in dieser Truman Show, als Truman anfängt zu hinterfragen und sieht, dass wenn er gewisse Muster unterbricht, plötzlich sieht, wie die KI um ihn herum ins Straucheln kommt. Und das ist genau das, was ich im letzten Video bereits gesagt habe. Es ist die Intuition, der göttliche Funke in uns, der uns unberechenbar guerillamäßig erscheinen lässt für diese KI. Denn wir machen nicht das Vorausgeplante, was sie eben denken. Ja? Wir brechen auf einmal aus, wir fallen einen anderen Weg, wir drehen wieder um und gehen wieder einen anderen Weg. So im Alltag machen wir das eben, wir gehen zur Küchenzeile, holen uns die Tasse. Ach nein, ich stelle sie wieder zurück. Ich mache mal dies, ich mache mal das. Ich setze mich mal hin, ich gehe mal laufen. Vielleicht mache ich es eben doch nicht, ja? Da werdet ihr etwas bemerken, dass Mitmenschen und KI und auch die KI, wie sie eben durch euch noch wirkt, über diese trojanischen Pferde, auf der einen Seite eine Zwiespaltung in euch erlebt, die auf der einen Seite vom Herzen her unglaublich viel Spaß machen wird. Und auf der anderen Seite ist da etwas, was unglaublich durchdreht. Aber ihr werdet in diesen Momenten ganz genau sehen, was bist du wirklich? So, der Truman, der fährt also auf einmal Umwege und stört dieses ganze Konstrukt, das eigentlich immer davon ausgeht, dass alle so und so handeln. Also Gefangene dieser KI. Letztendlich bricht er dann über diese Brücke aus. Da wird dann ständig, also plötzlich ein Szenario aufgestellt von wegen, oh ja, hier ist jetzt irgendwie ein Unfall. Ich kenne den Film nicht ganz genau. Ich erzähle nur aus meiner Erinnerung irgendwie, hier muss alles abgesperrt werden, Giftgas und so weiter. Dann macht er dies und das passiert ja etliche Male im Film, dass man ihn durch irgendwas versucht sozusagen wieder einzufangen. Aber er ist uneinfahrbar geworden, weil er irrational, intuitiv dem göttlichen Eingebungsfunken handelt. Und das ist auch das Wichtige dabei, dass wir erkennen, wie schlau wir eigentlich sind. Ja? Denn wir müssen nicht wissen, was passiert. Wir kriegen es eingegeben in dem Moment. Wir reagieren sozusagen auf das, was die KI und ihre Mittelsmänner letztendlich ausführen wollen. Das heißt, alle Aliens, die daran beteiligt sind, alle Elitäre, die und ihre Mittelsmänner und ausführenden Organe hier, sind letztendlich nur das, auf das wir reagieren. Denn dies ist ein Schachspiel von höher wirkenden, multidimensionalen, bewussten Wesen, die aus viel höheren Räumen auf diese Ebene hier herabwirken, wenn wir endlich wieder bewusst in dem Bewusstsein erwachen, dass wir multidimensional in viel höheren Räumen existieren, mit anderen Lichtkörpern, mit anderen Dingen, die wir mit dem Verstand sowieso nicht beschreiben können, die wir nur erfahren könnten, aber wiederum in dem Moment, wo wir Dinge planen und wissen wollen, wir wollen ja immer wissen, was passiert jetzt, was passiert jetzt. Wir müssen das nicht wissen. Wir dürfen uns endlich in unsere gottgegebene Urführung, in dieses Urvertrauen unseres Seelenkernes hineingeben und verrückt spielen. Eben nicht das machen, was man erwartet. Ein ganz klares Nein zu allem, was mit dir gemacht werden soll. Das Löschen von den Fehlinformationen der Mitmenschen, die auf dich übertragen werden sollen, sowie sämtliches alles, was du bereits aus deinem Frachtraum gelöscht hast, ausgeladen hast.
sodass das ständige Wirken dieses Raumes, der frei geworden bist, deine Mutti, die Sanität, in dem endlich wieder das wirken können kann, was du immer warst, nämlich die gottgegebene, fügende Intuition, die dich zum richtigen Zeitpunkt aufstellen lässt, um die Ecke und um die nächsten 100 Ecken gehen lässt. Aber unausgesprochen, dies ist ein stilles Wissen, das nicht ausgesprochen werden kann und in dieser Ebene, under the dome, auch gar nicht ausgesprochen werden darf, damit das menschliche Bewusstsein unter diesem Dom emporsteigen kann und letztendlich durch die höher wirkenden Mechanismen auf uns hier herab befreit. Das sind wir selbst. Nur dazu im Klartext, es werden keine Erlöser und auch keine anderen Aliens sein, die hier landen. Die Aliens, die hier landen werden und irgendwas vorspielen, das sind die von der KI. Und die Höherdimensionalen, weil die sind ja nicht von der KI mit beeinflusst, das sind die, die im Hintergrund arbeiten, damit sie die KI selber nicht sehen kann. Denn die dreht ja völlig durch bei dem, was sie nicht berechnen kann oder was nicht wahrnehmbar ist. Diese Kunstintelligenz, die uns allen eingepflanzt werden soll, diese Bioroboter, die wir alle werden sollen, auch die letzten sollen sich noch von ihrem wahren Kern entfremden. Dies geht aber nicht. Denn wir sind die erinnernden, immer gewesenen Menschen, die aus den hohen Räumen hier herabwirken und mit dem letzten Zweig sich hier verfleischlicht, festgemacht haben, um zu wirken und eigentlich immer nur so tun, als ob sie gar nichts wüssten, aber erwacht sind und wissen, dass sie nicht mehr durch den brauchen, denn sie wissen eben alles und sie werden es genau im richtigen Moment ausführen. Denn wir reagieren nur auf die Jungs. Und die Jungs, die machen nämlich Folgendes. Die stecken ständig wieder die Köpfe zusammen. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir müssen was Neues überlegen. Schon wieder. Und die bauen ständig diesen Endplan um. Ein Plan vor dem nächsten Plan. Denn der Endplan, den die ja schon lange als Prophezeiung eingebaut haben, soll dann nur das Kunststück für eine neue Führung in eine neue Lichtsklaverei werden. Ja? Das dürfen wir auch beobachten. Man wird uns versuchen, ein neues Sklavensystem aufzuzwingen, das gut gestaltet ist. Aber bei genauem Betrachten hat dies überhaupt gar nichts mit der Freiheit des Bewusstseins zu tun, das oberhalb von diesen dimensionalen Ebenen schwingt, das wir wahrlich sind als göttliches Wesen. Deshalb, wir dürfen erkennen, noch ein Beispiel dazu. Wenn wir sagen, das meiste, was hier passiert, ist dritte, vierte Dimension. Ich war schon immer davon der Überzeugung, wenn man eine Dimension überblickt, muss man in der höher liegenden Dimension schon sein, um die überhaupt wahrnehmen zu können. Das heißt, diese Wesenheiten, die das höher liegend überblicken, die wissen gar nicht, dass sie noch von höher liegenden Dingen ebenfalls überwacht werden. Letztendlich haben sie sich selbst gedeckelt, da sie ja diesen spirituellen Pfad des menschlichen eigentlichen Kerns verneinen. Sie sind Technik variierend. Sie funktionieren über hohe Intelligenz. Aber eben die ist ja das Selbstzerstörende, was ja bitterlich darum kämpft, sich nicht selbst zu zerstören, während das spirituelle, ausgerichtete Wesen, das wir sind, in allen hohen Ebenen ewiglich von sich weiß. Und überhaupt gar kein Problem von Geburt aus damit sich hätte, sich wieder aufzulösen, dass ihr wirklich ist. Diese Erinnerung ist das nicht vorhandene Angstverhältnis zum Tode. Nämlich das Wiedereinspeisung in eine Vervollkommnung, vollkommene Erinnerung an sich selbst. Aber dafür hat diese Technik spielt sich unglaubliche Angst. Und muss natürlich alles zu Nanobots machen, um sich irgendwie sozusagen das, was es selbst in seinem Intelligenzspektrum trägt, nach außen zu bringen. Deshalb passiert das ja alles. Alles, was sie machen mit diesen ganzen Militärtechniken und alles, was sie da entwickelt haben und so weiter. Es wird den Menschen ja ins Gehirn gegeben, damit sie es entwickeln. Das ist ja nur der Spiegel von dem Inneren, was da wirkt. Ja. Und wir, die den biologischen Weg gehen, den vervollkommenen Weg, aus unserem Urquell heraus, aus unserem Urseelenkern, diese Stämme, die sich da wiederentwickeln. Das sind die, die auf viel höheren Ebenen wirken. Denn Christusbewusstsein ist weit über diesen Intelligenzmustern. Christusbewusstsein, das kristalline, leuchtende Bewusstsein, steht über diesen Feldern und wirkt auf es ein. Wir genießen die Show letztendlich doch.
Weil wir reagieren und wir reagieren richtig. Denn das ist ein Schachspiel zwischen zwei ungleichmäßig verteilten Hälften. Die eine tut alles, um sich am Leben zu erhalten, zerstört sich dabei selbst. Und die andere ist eigentlich diejenige, die von oben in das Bewusstsein hereinwirkt, das mit dir Schach spielt, also diese KI und alle Handlanger, einen Zug macht, ultra lange überlegt hat für den Zug mit allen Köpfen zusammen, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Oh, schlotter, 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 schlotter. Einen Zug gemacht. Weil die funktionieren mit Angst, deshalb machen sie euch Angst. So. Die haben selber Angst vor denen, was sie regiert. Und Angst vor der Kraft. Und deshalb haben wir auch immer Angst vor unserer Kraft. Das fehlende Informationen. Weil die haben wir. Und während die einen Zug gemacht haben, sind wir so. Und wieder, ah! Das geht hin und her. Und wir sind das stille Bewusstsein, was weiß und handelt im Perfekten. Wenn wir diese Perfektion endlich durch alle Zeiten hindurch anerkennen, erkennen wir auch das Göttliche in allem Handeln. Wenn wir die göttliche Handlung in unserem Gefüge, in dem, was wir tun, erkennen, können wir uns ausruhen. Wir müssen den Verstand gar nicht mehr benutzen. Wir müssen nicht darüber nachdenken, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir werden es tun. Göttliche Handlung aus dem stillen Herwissen raus war unsere Wahl in dieser Ebene, um diese Ebene wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich ist. Außerhalb dem Spektrum, wie sie funktionieren. Nur so hat sich auch der Truman aus der Show befreit. Nicht, um hiervon zu verschwinden oder irgendwas Ähnliches. Einfach nur, um das hier zu lösen. So wie das aufgestiegene Bewusstsein halt eigentlich auch nur noch löscht, löst. Es löst die Fesseln. Christusbewusstsein ist das Freiheitsbewusstsein, das über diese Ebenen hinweggeht. Und nochmal zum Verständnis, dieses Bewusstsein, das von oben hinabwirkt. Man hat uns immer eingeredet, dass wir irgendwas. Pass auf. Sagen wir mal dritte, vierte Dimension. So, jetzt gehen wir mal vom Chakrensystem aus, sozusagen 1, 2, 3, ne, hier. Emotionalzentra. Dritte Dimension, sagt man, ist die Menschheit eigentlich drin. Emotionalzentra. Wer hier? Wovon leben diese Jungs überhaupt? Von emotionaler Energie. Die ganzen spirituellen Feinstoffe, die wir lesen, die brauchen diese Energie. Geschichten dazu aus meinem Leben. Ich als Kind, ich habe schon immer Spinnen beobachtet und gefüttert. Ich weiß warum. Weil das sind viele Wesen, die hier halt wirken. So. Hatte später dann drei Vogelspinnen in meinem Zimmer stehen. So. Ich weiß auch wieso. Weil ich das Bewusstsein, letztendlich haben die mich gesucht. Und ich habe sie gesucht, um sie zu verstehen, und die wollten mich natürlich lahmlegen. Später habe ich staatenbildende Insekten, Wespen und Hornissen, studiert, beobachtet. Die haben dieses königspatriarchale System, alle dienen bis zum Tode. Hab die beobachtet, hab schon mal geguckt, Mensch, Alter, die haben dritte Augen, die reagieren auf Aura, so wie funktionieren die wirklich? Ja, hab so deren Nester und Strukturen beobachtet, hab die sogar Nester bauen lassen in Kästen, um das einfach zu verstehen. Heute weiß ich alles, wieso. Gut. Ich kann diese gleichen Wesen wahrnehmen, wie sie gewisse Energien brauchen von Menschen. So. Ich habe zu oft diese Wesen gesehen, wie sie hier an meinem Herzen sitzen oder darunter im emotionalen Bereich und eine Art Energetik brauchen von uns. Sie lecken die sozusagen. Was machen Wespen und Hornissen zum Beispiel? Sie gehen an Baumsäfte, das ist deren Flugbenzin, das brauchen sie zum Überleben. Sie ritzen Rinde an bei Birken mit besonders gehaltvollen Säften, Esche oder hier auch das ganze andere süße Zeug. Ne? Wespen gehen ja auch, manche Wespenarten, nicht alle Wespenarten, gehen ja auch an die Bäckerei, holen sich da das Zeug. Nichts anderes sehe ich diese Viecher machen, damals an meinem Herzchakra, wenn ich auch in dementsprechenden Stimmungen nicht so war. Dann sitzen die da, kannst du dann halt einfach so, beobachte das einfach, okay. Die lutschen da jetzt dran rum, okay. Ja. Alles braucht diese Energetik von uns. Also wir reden davon, dass die auch in dieser Ebene wirken. Unsichtbar, feinstofflich. Gut. Also, Menschlichkeit hier, drittes Chakra, dann geht's höher. Aber wir sind ja auch jetzt schon in diesem Moment sehr viel mehr. Wir wirken sehr viel höher und weiter darüber hinaus. Und auch ihr könnt ja in dem Moment das wahrnehmen, was da passiert. Und ist es eigentlich nur eine Frage der Ignoranz der KI, die das Höhere nicht sehen kann, die sie uns gegeben hat,
dass wir es auch nicht erkennen können, dass wir viel größer und viel größeren Räumen sind, auf die wir hinabschauen. Aber wir können auch jederzeit in diese Vogelperspektive wechseln und hineinschauen, was passiert. Und eben unberechenbar sein. Weil der Moment der Handlung sich immer wieder umändert. Die dynamischen Möglichkeiten aus dem heraus. So gesehen sind wir dem Ganzen immer einen Schritt voraus. Es geht darum, das wieder bewusst zu erkennen und sich auch bewusst in dieses Urvertrauen, in diese wahre, göttliche Urfunken, Seelenkraft wieder hineinzugeben, damit sich wieder das formieren kann, was eigentlich permanent in diesem Raum wirkt und ist, sozusagen Urquelle, Urstamm, Urstämme wieder zusammenfinden. Dadurch, vor allem, dass es passiert. Denn wir wissen so viel mehr, haben es aber bewusst in dieser Ebene ausgeschaltet, um eben gar nicht zu verraten, was wir tun. Denn wir tun es dann in dem Moment, wenn es sein soll. Und somit habt ihr jetzt auch die sämtliche Entspannung, euch dem Höchsten hinzugeben. Denn sich dem Höchsten hinzugeben ist immer der Gewinn des Ganzen. Und wenn ihr etwas tun wollt, dann wisst, dass ihr viel höhere dimensionale Räume gleichzeitig bewohnt, inkarniert und seid und von diesen hinabstoßend auf diese gefallene künstliche technische Intelligenz einwirkt. Beispiel dazu. Arminius und alle anderen Helden von großen Taten, großen Siegen, wir haben die gewonnen. Die haben nichts anderes als diese damals schon wirkende künstliche Intelligenz von oben herab angegriffen und vorausgesehen, was diese Schlauberger denn so machen wollen. Denn sie sind so berechenbar. Aber sie brauchen sehr lange, um sich wieder neu zu strukturieren, während wir einfach reagieren. Ein energetisch-spiritueller Kampf, der das zusammenbrechen lässt, ist auch ein spiegelndes Bewusstsein, ein berechenbares Bewusstsein. Ist ja auch das, wie wir die meisten Menschen wirken. Sie sind berechnend. Nutzen verfolgend. Sie wollen den Nutzen in den Dingen. Das ist das, was alle wirkt. Wir wollen den Nutzen. Wir wollen noch mehr Nutzen. Aber sie können gar nicht die darüber liegenden Schichten sehen. So wie eben dieses Programm, dieses übergestülpte Programm in den oberliegenden Linien eben auch nicht erkennt, was über ihm liegt und eigentlich auf sie einwirkt. Deshalb werden die wirklich guten Außerirdischen sich gar nicht erst zeigen. Sie wirken, aber sie wirken aus höheren Ebenen heraus auf die, die mit anderen Außerirdischen zusammenspielen, um das Ganze hier zu beeinflussen und das schon lange. Aber die sind auch immer nur so, ah, schon wieder veraltet, schon wieder Kacke, ah, wo seid ihr, wo seid ihr? Wir können euch gar nicht wirklich wahrnehmen, denn wir sind nicht so spirituell und wir können nicht in höhere Räume hineinschauen. Dazu müssen wir richtig spirituell werden und verschiedene Wege der Schwingung gehen und wahrscheinlich erwachen in einer Art Bewusstsein, in einer Art Liebe sogar. Das können wir nicht. Deshalb können wir immer nur von oben herabschauen. Und wir sind in höheren Ebenen als die dummen Menschen, als die dummen 3D-Menschen, trampeln ihnen auf den Köpfen rum. Aber was trampelt uns eigentlich auf den Köpfen rum? Das wissen wir gar nicht, Alter, weil da kommen wir eben auch nicht hin, ja? Aber wir sind das da oben. Das sind nicht nur unsere Ahnen, das sind wir selbst, die da oben wirken durch alle Räume hindurch.
Die wirklich wahren Lichtgötter, die diesen Boden wieder fruchtbar machen. Wir sind diese Lichtpunkte an bestimmte Stellen inkarniert und wir stehen immer richtig, um guerillamäßig, taktisch, das bereits Vorausgesehene, was wir mit eingeläutet haben, den Untergang von oben herab, zu betrachten und zu reagieren. Und vor allem Nein zu sagen und auch zu wissen, dass wir zudem eben größten ermächtigten Potenzial greifen dürfen, wenn man uns zu etwas zwingen will, wozu wir klar und deutlich vorher Nein gesagt haben. Und dieses geschlossene Nein der Gesellschaft oder auch nur Einzelner ist das, was überall hinaushallt, über alles hinweg. Denn es schallt aus ganz anderen höheren Rollen hinab. Und vielleicht hat man das mit diesen Trompeten gemeint. Und jetzt hätte ich am liebsten so ein germanisches Horn und würde da hineinblasen. Man muss fast schon wieder anfangen zu heulen, so emotional, ja. T-Shirt aus, ja. Wir sind diese voraussehenden Führer dieser Zeiten, die entspannt und intuitiv den göttlichen Funken, der sie in sich führt, aus dem Stillen heraus, weit vorausschauend über diese Technikintelligenz derer, die uns knechten wollen, einfach und ausspielend gesiegt haben. Greift von oben rein, nicht von unten nach oben. Greift von oben herein und zielt nicht auf die Handlanger, nicht auf Merkel, nicht auf irgendwelche anderen Aliens. Zielt direkt auf das Programm, das durch sie alle dringt, das sie selbst benutzen, um zu kommunizieren. Zielt von oben mit eurer ganzen Größe der Göttlichkeit auf diese Ebene dieses Domes, dieser KI. Und so sind wir wieder in einer dieser Schlachten, dieser grandiosen Schlachten, aber von oben herab und sind unsere eigenen Erlöser, die hinabströmen zu uns selbst, für uns selbst. Nicht um irgendjemanden zu retten, um uns selbst zu dienen. Für die wahrlich beseelten Menschen, die sich wieder erinnern und hinabstoßen von oben mit den Tönen ihres wahren Klang- und Potenzials. Oh, ich liebe es von ganzem Herzen. Zerlegt das Programm, was alles steuert. Das ist der Gegner. Alles andere zerfällt und ist schon zerfallen.